vielleicht fange ich mal mit der Situation im Landkreis an. Also es besteht in der Tat der Verdacht, dass sich ein Rudel hier angesiedelt hat. Ob der zutrifft oder nicht, das wird gerade geprüft. Aber es wäre nicht die erste Region in Niedersachsen, wo das der Fall ist. Wir haben insbesondere Schwerpunkte in der Lüneburger Heide und übrigens auch in Kuxland. Oben, das ist ein richtig großes Problem. Und deswegen haben wir inzwischen auch manche Erfahrungen. Also, wie ist meine generelle Position zum Wolf? Lassen Sie mich so sagen, ich habe ihn nicht nach Niedersachsen geholt. Aber ich muss zur Kenntnis nehmen, dass er auf der höchsten Stufe des Artenschutzes steht, also extrem geschützt ist. Und das ist geltendes Recht, das ist für Politiker bindend. Für uns ist absolut vorrangig der Schutz von Menschen, Schutz und Sicherheit von Menschen. Wir unterstützen so gut wir können erstens wirklich den Herdenschutz, das muss vorrangig sein, und zweitens gibt es auch Entschädigungen mit. Über alles gesehen, würde ich mal sagen, im Normalfall hat es sich in größeren Teilen von Niedersachsen so halbwegs eingependelt nach Niedersachsen. Wir werden uns als Land auch nicht lumpen lassen, wir richten zusätzliche Medizinstudienplätze ein. Und das ist nicht so dahergesagt, denn ein medizinischer Studienplatz kostet von Anfang bis Ende na, so eine halbe Million Euro. Eine volle Million Euro. Also das ist schon eine Stange Geld. So, wir haben in der Koalitionsvereinbarung miteinander vereinbart, dass im Jahre 2019 wir uns genau anschauen, was bewirken insbesondere diese Anreizprogramme der Kassenärztlichen Vereinigung. Und dann werden wir uns entscheiden müssen, ob es weitere Maßnahmen gibt als Landesregierung. Und das Thema Landarztquote, das meint im Grunde genommen, dass wir einen Teil von medizinischen Studienplätzen in Niedersachsen dann vorbehalten für diejenigen jungen Leute, die sich verpflichten, beispielsweise für 10 Jahre allgemeinärztlich im ländlichen Raum tätig zu werden. Das ist ein System, das wir ja im Kern beispielsweise von der Bundeswehr kennen. Nicht? Da kann man sich ja auch einen Medizinstudienplatz dadurch verschaffen, indem man sich aber eben für eine gewisse Zeit bei der Bundeswehr verpflichtet. Nordrhein-Westfalen hat das jetzt begonnen, auch ein großes Flächenland mit ähnlichen Problemen. Es gibt in der Koalition dazu derzeit noch bekanntlich unterschiedliche Akzente, aber ich sage mal für die SPD, für uns ist das ein diskutabler Ansatz, ob er kommt oder nicht, werden wir im nächsten Jahr sehen. So, das gilt dann in die eine wie in die andere Richtung. Also dann in solchen Situationen kann man nicht sagen, also grundsätzlich dürft ihr euch entscheiden, an der Stelle dürft ihr euch aber nicht entscheiden, sondern das muss dann auch verantwortungsbewusst vor Ort getroffen werden und das kann in der Kommune 1 aussehen, in einer, dass man sagt, wir machen eine große Grundschule für die Gesamtgemeinde, für die Stadt, was es gibt. Und in einer Kommune 2 können das eben kleinere Grundschulen sein. Es gibt auch keinen grundsätzlichen Beleg dafür, dass kleine Einheiten per se qualitativ schlecht sind. Das können wir auch nicht. Auf Landesebene werden wir nach wie vor unsere Anstrengungen wirklich so auf einem ganz hohen Niveau fortsetzen. Es kann natürlich auch immer wieder Verschiebungen geben. Immer mal wieder unterschiedliche Schwerpunkte oder Brennpunkte, wie man es auch immer nennen will. Aber über alles gesehen setzen wir das fort. Haben übrigens auch den Eindruck, das kannst du aber auch viel besser sagen als ich, dass die Erfolge spürbar sind. Also wir sehen, dass es wirklich gelungen ist, viele, viele tausend Kinder und Jugendliche in unser Bildungssystem zu integrieren, dass sie inzwischen auch am allgemeinbildenden Unterricht teilnehmen können, was ja so der eigentliche Maßstab ist. Und übrigens, ich bin auch ganz zufrieden, eher positiv überrascht, was Integration in den Arbeitsmarkt angeht. Also jeder vierte Flüchtling hat inzwischen einen eigenen Platz auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden. Viele andere sind noch in Sprachkursen. Das geht ja häufig dann der Arbeitsplatzsuche voraus oder eigentlich immer. Sodass ich sagen muss, über alles gesehen, wir kommen schon gut voran. Das ist trotzdem ein richtig hartes Stück Arbeit und Integration ist am Ende immer eine Generationenaufgabe. Aber es ist nicht so, dass wir sozusagen auf der Stelle treten wollen. Ich würde gerne die Situation in der Kita um einfach den Aspekt ergänzen. Wir haben ja auch als wir die Beitragsfreiheit beschlossen haben, auch die Verlagerung der vorschulischen Sprachförderung in die Hände der Kitas gegeben und damit auch über 32 Millionen Euro gesetzlich abgesichert, dass die zusätzlich in Kitas fließen mit der Aufgabe der vorschulischen Sprachförderung. Also jetzt unabhängig von der Entscheidung der Stadt, die sie dort treffen. Die Mittel sind ja auch ausgezahlt, sind in den Landkreis gegangen mit der Aufgabe, diese Mittel an die Kommunen weiterzuverteilen, dass insbesondere die Kitas, die Kinder haben, wo es einen Sprachförderbedarf gibt, auch nochmal über Landesmittel dann zusätzliche Unterstützung bekommen. Das kann in zusätzlichen Stunden sein, es kann aber auch sein, dass die Kita sich entscheidet, das in Leitungszeiten, in Freistellungszeiten reinzustecken, um sich konzeptionell auch noch intensiver aufstellen zu können.